So, da sind wir. Herzlich willkommen, liebe Freunde, bei einer weiteren Folge von Ecstasy ANIX10, dem verrückten Netzwerk des Freunds. Wir sind immer noch in dieser wunderbaren Hexenhütte, die, ich meine, dieser hübschen Einraumwohnung, irgendwo und nirgendwo, die der Vormieter glücklicherweise für uns hinterlassen hat. Hallo, Nachbar. Ich habe mich entschlossen, wir mal ein bisschen in den Kreativmodus gehen, ein bisschen was bauen. Das werden wir erst einmal offscreen machen, damit wir eine Verbindung zu unserem Haus haben, das irgendwo da in 588 Metern ist, wie die Anzeige sagt. Und was den Rest anbelangt, werden wir mal sehen. In diesem Sinne gucken, was uns noch so einfällt und dann schauen wir mal weiter. Tja, wir dürfen gespannt sein. Bis dahin. So, liebe Freunde, wir sind soweit. Knappe 80 Minuten später haben wir ein ganz klein wenig gebaut, wie ihr hier schon erkennen könnt. Was das ist, ist klar. Eine kleine Strecke von hier bis nach Hause, wie erwähnt. Die nutzen wir jetzt mal aus. Und schauen wir mal, wohin sie uns führt. Sind ja bloß 500 ein paar zerquetschte Meter. Sollte also nicht so schwer sein. Ach, die haben wir ja noch hier. Eine Lore haben wir. Wir sind noch im Kreativmodus. Gefällt mir sowas von gar nicht. Das lassen wir aus. Das kommt ran. So, ganz kleine, kurze. Ich möchte natürlich auch irgendwann mal was essen hier, ne? Ganz kurze Strecke. Oh. Tschüss. Ach ja, irgendwie erholsam, oder? Oh. So sieht's aus, wenn man beschleunigt. Dafür sind die hübschen Dinger hier. Der Mond ist jetzt vergangen. Wow. Da. Tschüss. Und rauf. Yay. Guckt mal, Schafe. Da oben sind noch mehr Schafe. Oh, wohin geht's hier? Jesus. Wow. Das tut überhaupt nicht weh. Ha. Hi. Ha, jetzt wissen wir, was mit der verlorenen Lore passiert ist. Oh, waren das Diamanten? Yay. Kann sonst noch jemand von euch Lore nicht ausstehen? Tja, so viel zu der runterfahrenden Rundfahrt. Das ging wohl eher schief. Geht weg da unten. Weg! Ihr bereut das? Oder andere Schafe. Verlasst euch drauf. Und endlich sind wir daheim auf dem direkt möglichen Weg angekommen. Alles ja. Wiedersehen. Ich versuche nicht, die aufzuhalten. Wäre ein ideales Beförderungssystem. Jetzt komm her. Du sollst jetzt herkommen. Also. Du auch. So, haben wir noch irgendwelche geheimen Diamantenvorräte? Nein, sieht nicht so aus. Tja, das war die lustige Rundfahrt. Am Haus hat sich noch nichts getan. Aber eine Idee hätten wir noch, was wir tun können. Das wollte ich schon länger machen. Wie ihr seht, mangelt es uns nicht an Schafen in dieser Welt und ich dachte mir, ein paar davon könnten wir ruhig wegen der Überbevölkerung als dem Weg räumen, denn Schafe sind durchaus irgendwie muss ich mit den Schafen, also irgendwie Hebel drücken. Okay, dann drücken wir den Hebel.
La Grande Finale, eine Mini-Folge für heute. Euch wird es nicht stören, euch wird es gefallen. Ach, da war ja noch was. Redstone. Und wir haben natürlich keinen. Dann werden wir uns jetzt noch was besorgen müssen. Oder wir machen den hier. Und holen uns mal kurz was von der Sorte. Wenn schon, denn schon. Auf ein neues. Hört ihr das? Dieses wohltuende Geräusch? Ist das nicht schön? Lauscht mal ganz genau. Könnt ihr das nicht hören? Genau, Ruhe. Absolute Ruhe. Kein Schaf weit und breit. Und damit... So nicht. Wenn ihr denkt, dass ihr mich hier auf den letzten paar Metern noch zu den Wahnsinn reintreiben könnt, dann habt ihr euch aber ganz schön geschnitten, liebe Freunde. Ich kann euch doch hören. Glaubt ihr wirklich, dass ihr euch auf der anderen Seite der Wand verstecken könnt? Du hast gesehen, was mit dem Mann passiert ist, oder etwa nicht? Ich glaube gar nicht, was das hier für eine Arbeit ist, die paar Steine zu legen, wenn man davon keine Ahnung hat. So, jetzt wieder zurück zum Ausgangsposten hier. Ne? Hui, da ist ja ganz schön was angekommen hier. Lieber Scholli. Das ist eine Landschaftsbeschädigung. Vollkommen unnütze Sachbeschädigung, wenn ich das mal so sagen darf. Auf der anderen Seite muss man das positiv sehen. Wir haben zwar weniger Schafe, was uns natürlich bitter wehtut. Denn wir lieben Schafe. Wir sind unglaublich große Freunde von Schafen. Aber wir haben dafür eine schöne Quelle, um hier mal eine Runde abzubauen. Voilà, wo kommst du denn her? Deswegen sollten wir eins nicht vergessen. Es gibt immer die Hoffnung. Es gibt immer ein Kies, was? Wieso ein Kies? Egal. Bandit Kies, genau. So, da, 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 da. Wo willst du denn, ja? Ja, komm halt her jetzt hier. So, jetzt wieder da hoch. Meine Güte, könnt ihr euch mal sehen, was diese Schafe so alles anrichten? Das machen die aus uns. So weit haben sie es schon gebracht, dass wir vollkommen sinnlos in der Landschaft irgendwas zerstören. Ja, das sind nur die Schafe, das ist nur mal festzuhalten. Nur die Schafe sind daran schuld, ausschließlich. Guckt euch das an. Mann, da können wir ja froh sein, dass es uns nie getroffen hat. So, wo wir gerade dabei sind, wir könnten natürlich auch mal ganzen Krempel... Oh. Beiseite räumen, denn den brauchen wir jetzt hier eher nicht. Hoppala. Eine kleine Runde Füße nochmal. Das brauchen wir nicht. Oh, drei Wolle. Kannst du mal sehen, was aus so vielen Schafen rauskommen kann. So, 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 so. Hört so. Da, 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 da. Guck mal, eine Melone. Kommt die bloß her, frage ich mich. Und wo kommst du hierher? Du hast hier gar nicht... Nee, egal. Haben wir noch Rest-TNT? Ich sehe sie nicht, dann können sie mir auch gestohlen bleiben. Irgendwie beruhigen das Ganze. Irgendwie beruhigen. Haben wir 5 Kürbisse. Wahnsinn. Auch noch Melonen. Wollen wir noch mal fahren eine Runde?
Nee, nochmal hin und zurück. Aber dann sind wir wahrscheinlich irgendwo verloren. Ach, das da wollte ich auch mal wegschmeißen. Wie sieht das denn aus mit einer Landschaft? Hängen da irgendwelche Steine rum? Das geht so nicht. Oh, Kohle, 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 Kohle. Ja, ich meine, kommt, Leute, wir sind hier, also haben wir jetzt den geborenen Zugang. Die Sache mit dem Kreativmodus war gar nicht so unlustig. Es ist relativ anstrengend. Ich habe überlegt, ob ich es nicht doch aufnehme, aber da fasel ich euch dann mit irgendwas vollkommen Überflüssigem zurecht. Oder voll. Das muss auch nicht sein. Kohle, Kohle, Kohle. So, die bauen wir alle noch ab, wenn wir schon mal hier sind. Kreativmodus verwandelt, also ist das auch kein Gecheaten. Was? Da. Mal eine Folge ohne Musik? Ich habe keine Ahnung. Wir könnten natürlich auch weiter in den Kreativmodus gehen und hier so lange TNT rein und bis wir. Aber lassen wir es. Das macht doch Spaß, oder? Einfach mal in Ruhe abbauen. Keine Monster. Und was noch viel wichtiger ist, keine Schafe. Keine Schafe. Da, 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 da. Niemand Schafe. Yay. Ach komm, gib zu, die Schafe haben euch doch mindestens genauso genervt wie mich, oder? Natürlich haben sie das. Ihr wisst es, ich weiß es. Warum sollen wir es noch lange leugnen? Tja, okay. Hier wollten wir unser Hotel inbauen. Können wir immer noch machen. Vielleicht sogar im Kreativmodus. Was haltet ihr von der Idee? Mal schauen, bis ihr euch darauf geeinigt habt. Könnte noch eine Weile Zeit vergehen. Noch eine Weile Zeit vergehen? Nee, nee, nee. So wird das nichts mehr mit dem Ehrenpreis von der Gesellschaft für deutsche Spracherhaltung. Haltung deutscher Sprache? Ich habe keine Ahnung. Ja, super, jetzt kenne ich die nie, habe ich mich geoutet, jetzt kriege ich den Preis erst recht nie. Immer. Okay, lassen wir es. Jetzt regnet das auch noch. Ja, super. Wo? Was? Wo? Sollen dieses Symbol lassen wir das. Oh, es ist ja nicht schlecht da draußen, das Wetter. Es donnert gerade ganz gewaltig auf den Ohren. Wow. Dann gehen wir beim Regen natürlich an die höchstmögliche Stelle. Da war ein Schaf. Jetzt krieg ich's. Glaubt ja nicht, dass dieses Schaf entkommt. Ja. Was, ist das jetzt die gerechte Strafe für die Schafe oder was? Das regt mich nicht auf. Die mussten sterben. Die wollten es so. Die sind alle da freiwillig reingegangen in die Grube. Boah. Habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass Höhenangst überhaupt nicht gut ist in Videospielen? Ja? Gut. Rüber.
Schön so im Dunkeln. Ja, die Strecke wieder im Weg, ist doch typisch. Ich würde sagen, besseres Bild werden wir heute nicht mehr kriegen. Machen wir hier Schluss für heute. Bis demnächst. Xen out.